Hallo und willkommen, meine Freunde, zu Fishing Nordatlantik. Wir sind hier, wie gesagt, auf dem Atlantik unterwegs mit dem Zielfisch Rotbarsch Übergrill Langleine. Allerdings ist das Problem jetzt, dass wir gerade hier den Rotbarsch rausgefischt haben und ihr seht es auch, hier steht im Moment gar kein Rotbarsch mehr. Und deswegen entfernen wir uns ein bisschen hier von dem Fanggebiet. Wir haben noch circa, na, ich kann es eigentlich ganz genau sagen, da brauche ich nicht großartig, wir haben noch genau 13 Tonnen und 300 Kilo frei fast. Und deswegen müssen wir überlegen, wie viel Leinen wir rausschmeißen. Und ob das hier überhaupt der richtige Ding, aber hier hängt so viel Tuna rum, ne, Freunde. Ich glaube, hier fahren wir gleich nochmal mit Tiefseeleine hin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schaut euch das an, was hier Tuna rumhängt. Aber kein einziger Rotbarsch hier, ne? Guck mal, Schwertfisch hier wieder an meinem Boot. Seht ihr das? So ist das. Wenn man die nicht braucht, dann findet man die. Und wenn man die sucht, findet man die nicht. Ne? Ihr kennt das ja. Ist ja normal, wie immer. Und tutti completo, ne? Man müsste jetzt rein theoretisch auch wissen, genau welcher Fisch welcher ist, ne? Aber die sind so gestapelt auf dem Sonar, das ist gar nicht so einfach zu sagen, welcher Fisch was ist. Ne? Die Jungs nehmen da immer aus. Ich versuche die Leinen rauszuschmeißen, aber es scheint nichts zu kommen mehr. Ne? Aber dann ist das halt so. Wir müssen nicht immer Glück haben. Und das meinte ich damit, und das ist uns ja in der letzten Folge passiert, man kann das Gebiet auch überfischen. Und deswegen schmeißt nicht so wie ich die 40 Tiefseeleinen hintereinander aus, weil irgendwann sagt auch die, weiß ich nicht, die 10 nautische Meilen oder so, so auf 10 nautischen Meilen gibt es rundherum keine Fische mehr, weil alle bei dir an den Leinen angebissen haben, ne? So, und dann kommt es dazu, dass ihr leere Leinen reinholt. Deswegen habe ich das ja immer gemacht mit den 4 Leinen. Nur ich hätte, und wie gesagt, ich habe ja jetzt noch 35 oder wie viel an Bord, ne? 36 rein theoretisch, wenn ich ja 40 mit habe. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt 4 oder 5 rausgeschmissen haben. Ist aber noch nicht so wichtig, aber ihr seht's. Ich bin gezwungen zu warten und zu warten. Hier ist kein Rotbarsch gerade im Moment, ne? Dann ist das so. Da kann ich auch als Spieler nichts dran ändern. Dann muss man sich damit zufrieden geben, was das Spiel einem bietet im Moment. Ne? Wie gesagt, wir haben 26 Tonnen Fisch an Bord. Damit kann man sich schon mal zufrieden schätzen. Es könnte schlechter laufen. Ne? Weitaus schlechter. So viel Schwertfisch und Tuna, wie hier steht, ne, das ist echt. Ich muss mir das mal markieren, das hat keinen Zweck. Was war da gleich nochmal vielleicht hinfahren mit der Tiefseeleine? Fix und Foxy sind da hinten immer noch am Ausnehmen. Die ganze Zeit, aber sollen sie auch. Wie weit haben wir es denn noch? Also hier war jetzt schon mal gar nichts, ne? Das könnt ihr schon vergessen hier. Lasst trotzdem mal laufen. In der Hoffnung, dass hier noch irgendwas Lukratives kommt. Ich
Jetzt bräuchte ich ihn nicht rausschmeißen. Jetzt werden wir die Kurve noch machen, aber ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ganz ehrlich. Erstmal gucken, ob wir wieder auf Kurs kommen. Ihr seht's, wie verhext, ne? Rotbarsch auf Mal verschwunden. Aber dann ist das so. ...64 Meter. Das ist auch nicht wirklich tief. Also ich meine, mal eben so runtertauchen ist auch nicht möglich. Aber wir fahren jetzt schon 10 Minuten hier über den Atlantik und kein Rotbarsch. Aber selbst wenn ich jetzt 20 Minuten fahre, das zeigt euch doch, dass ich genau das gleiche Problem habe wie ihr auch. Ihr fahrt über den Atlantik und findet einfach keinen Fisch. Dann ist das so. So, jetzt wird es was ruhiger mit den Fischerträgen. Ich meine, man hätte jetzt auch die Leinen einfach so reinfeuern können. Da wird mit Sicherheit der ein oder richtige Seehecht oder so wird er auch da anbeißen. Den dürfen wir ja auch fangen. Der ist ja auch nicht außerhalb der Saison, um die 13 Tonnen da aufzufüllen, aber das ist das, was wir wollen. Wir wollen doch eigentlich lukrativ fischen, oder? Aber ich bin auch nicht wirklich guter Dinge, ne? Aber jetzt keine Ahnung, was das Sonar jetzt gemacht hat. Das zieht sich und streckt sich jetzt wieder. Vielleicht kommen jetzt wieder viele Fische. Dass man sagen kann, okay, es lohnt sich jetzt die Leine rauszufeuern, ne? Aber ihr seht, Tuna, Tuna, Tuna. Echt wie eine Pest, die Tuna, ne? Ja, es scheint aber wieder aufgehört zu haben. Schwertfisch noch mal rein. So, und jetzt kickt wahrscheinlich die Ungeduld bei dem einen oder anderen rein. Genauso wie bei mir auch. Ich denke mir einfach, ach komm, ich schmeiß einfach die Leine raus. Ihr braucht Unterhaltung oder so. Aber ich muss mich hier echt zusammenreißen und beherrschen, dass ich das nicht tue, ne? Denn, wie gesagt, unser Zielfisch ist der Rotbarsch und es wird mir jetzt nichts bringen. Aber hier steht kein Fisch, ne? Das müsste doch Kabeljau sein und das Seelachs, ne? Ist Fisch A hier, wir nennen den jetzt mal A. Ist Fisch A Kabeljau und Fisch B hier, der hier, Seelachs, ne?
Oder vertue ich mich da immer noch? So, die Jungs sind da hinten fertig mit dem Ausnehmen. Dann können wir die schon mal eben in die Rest in Peace Ecke schicken. So, wir können mal überhaupt unseren Weg anschauen. Also hier tummelt sich noch mal was. Ich setze mal hier rüber. Drehen wir noch mal ein bisschen ein. Vielleicht kommt hier noch mal die Möglichkeit, dass wir ein, zwei Leinen rausschmeißen, dass wir mindestens annähernd das Schiff voll bekommen. Ansonsten fahre ich gleich mal offline, suche die Stelle noch und dann für die paar Leinen, dann schmeiße ich mit raus oder ich sage euch das, wo wir die rausgeschmissen haben und dann gehen wir die zusammen reinholen oder so. Aber dafür, dass der Kabeljau halt nicht in der Saison ist, ist das echt übel, ne? Ich werde jetzt mal beschleunigen ein bisschen, so bis hierhin, aber ich bin nicht wirklich guter Dinge, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde. So, versuchen wir hier nochmal unser Glück. Aber das gibt nichts. Sonst können wir uns vielleicht mal einen Tipp abholen gehen oder so, aber das ist jetzt das Suchen der Nadel im Heuhaufen. Ihr kennt das ja, ne? Willst du Fisch, kriegst du den nicht. Brauchst du den nicht, findest du den. Ne, ich glaube, wir sind auch hier zu nah an der Küste dran. Hier hinten können wir natürlich auch mal versuchen, ne? Aber das ist... wie gesagt, ich werde jetzt noch mal dahin fahren, in diese Richtung. Dann werden wir ab hier schauen, aber... Doch, da kommt unten wieder Rotbarsch. Er müsste dringend auch mal schlafen, ne? So, da unten seht ihr den Rotbarsch. Dann schmeiße ich mal hier eine raus. Aber auch hier oben sind wieder die ganzen Schwertfische. Seht ihr das? Das ist schon übel. Mit den ganzen scheiß Schwertfischen. Wenn man eine Tiefseeleine braucht, hat man sie nicht mit. Aber die sind ja eh oben. Müsste man jetzt rein theoretisch mit der Mickey raus. Da kommt noch mal Rotbarsch. Ich würde sagen, drei Leinen, die feuern wir noch raus und dann Ende im Gelände. War schon ein schnieke Boot, ne? Aber die müsste sich mal richtig durch die Wellen brechen.
300 Meter erst draußen. Herrje, herrje, herrje. Ein paar Vorkommen mit Rotbarsch vorhanden, aber nicht wirklich viel. Da kommt noch mal Rotbarsch rein. In der Mitte von der Linie, das ist doch nicht schlecht. So, und dann lassen wir die Rusty Hook Gas geben. Dann fahren wir nochmal und dann schmeißen wir gleich nochmal eine Leine raus. So, raus damit, die ist raus. Und jetzt kann die erstmal ein paar hundert Meter weiterfahren. Wir lassen uns da jetzt richtig Zeit und machen da gar keinen Stress. Da kommt zwar wieder Rotbarsch jetzt, aber egal. Also ich könnte diesen jetzt mitnehmen und die Leine rausschmeißen, aber ich möchte nicht überfischen. Erst wenn er jetzt hier so ungefähr hier, er so hier ist, dann überlege ich nochmal eine Leine rauszuschmeißen. Wenn denn was Neues auftaucht auf dem Sonar. Weil die Erfahrung hat halt gezeigt, ne? Das bringt nichts, wenn ihr hintereinander so schnell alles rausschmeißt. So, sollte jetzt mal irgendwann mal Rotbarsch aufploppen, kann man noch mal rausschmeißen. Aber ich glaube, das war es schon wieder mit dem geballten Dingens. Ah, nee, doch nicht. Mal schauen jetzt, was da kommt. Nee, Krabben auf jeden Fall. Ein Rotbarsch. Noch einer. Oder was ist das da? Ich meine, das wäre doch der Rotbarsch. Oder ist das Tuna? Von der Farbe her sieht es rot aus. Mal schauen. Oder ob das einfach nur überpappter Fisch ist. Aber wenn, da kommt da auf jeden Fall jetzt Rotbarsch. Ne, der hier müsste rotweiß sein, aber halt übertümpft. Das ist genauso wie der hier jetzt. Ne? Der hat auch drüber, aber ihr seht, das müsste rotbarsch sein. Da haben wir zwei, dann werden wir jetzt noch eine Leine rausschmeißen. Und dann ja, hoffe ich, dass wir voll sind beim nächsten Mal. Das mache ich aber jetzt offline, die zwei letzten Leinen noch rausschmeißen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, denn diese Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Fishing North Atlantic. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.